Da beim Dantini geht es mit Sicherheit weiter, aber hier rechts so eine Ecke. Da kann ich erstmal diese Wand wegmachen, genau. Und da ist das große Problem, dass da hinten welche stehen. Und da weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Ja, da stehen sie. Wie komme ich da hin? Das habe ich beim letzten Mal schon gerätselt. Das müssen wir diesmal irgendwie hinkriegen, Leute. Irgendwie geht das. Frage ist wie, ne? Das Feuer auch nochmal wegmachen hier. So. Okay. Euch beiden. So, da ist eine Brücke. Die kennen wir aber. Warte mal. Oh, ach, hier kann ich. Ah! Die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesehen. Die Treppe. Ich glaube, das ist schon das Rätsels Lösung. Ja, ich glaube schon. Ja, das ist das Rätsels Lösung. Oder auch nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Er tötet mit dem hier. Und ich kann hier einfach wieder rausgehen. Das ist nicht das Problem. Brauche ich hier einen Schlüssel oder was? In der Tat, hier brauche ich einen Schlüssel. Okay. Ach stimmt, ich hatte hier sogar einen Schlüssel gefunden beim letzten Mal und wusste nicht, wohin damit. Kann das sein? Ich glaube schon. Genau hier, ja. Also jetzt weiß ich, dass es hier eine Treppe gibt. Die habe ich ja letztes Mal nicht gesehen. Okay. Ah, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und ich habe... Habe ich noch ein Herz? Ein Herz habe ich noch, okay. Aber bitte nicht hier runterfallen. Das wäre ja wieder ein blöder Lebensverlust. Oh, habt ihr das gesehen? Es hat geruckelt. Er wäre fast runtergeglitscht irgendwie. Und hier werde ich mich nicht drehen, wie beim letzten Mal schon. Ich werde lieber geradeaus weitergehen. Oh. Heidewitzka. Also ich könnte mich da oben draufstellen, ja, aber es bringt, glaube ich, nichts. Den mit. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich diese hier eigentlich ja nicht vom Feuer rette. Ja gut, oh, da ist der letzte Kristall. Habt ihr gesehen, ne? Ob wir das machen? Mal eben. Wäre schön, wenn wir das hinkriegen. Oh, da ist ein Herz da oben drauf. Bevor wir das machen, mache ich das. Habe ich noch ein Wasser? Ja, habe ich noch. Okay. Boah, da stehen noch drei, ne? Warte mal, die stehen einfach nur so rum. Okay, dann nehme ich auch eben mit. Was ist das? Wollt ihr mich verarschen? Ich will zurück. Nein. Ich will darauf. Warte mal. Ja. Oh, danke. Da ist das Totem-Ding. Nee, das ist der Schlüssel. Schlüssel haben wir auch. Wir kriegen dieses Level vielleicht zu 100% hin. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich das hier schaffe. Oh, bitte. Sieht nicht nett aus, ne? Oh Gott. Wie soll ich das denn machen? Nee. Tut mir leid, Leute. Das ist wieder so eine Sache, die kriege ich mit Sicherheit nicht hin. Ah, wo bin ich denn jetzt gerade? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Weit weg. Auf jeden Fall. Weit weg. Kannst du mal?
Also ich habe den Schlüssel. Den Schlüssel habe ich. Fuck, 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 fuck. Ja, komm nochmal, scheiße. Okay, kriegen wir aber hin. Das Level ist cool. Das müssen wir auch noch schaffen, denke ich. Wenn wir das geschafft haben, dann kommt wahrscheinlich auch dann die nächste Welt. Weil die anderen haben wir eigentlich so gesehen geschafft. Es geht nur darum... Warte mal, will ich ja schon wieder direkt rein? Ich könnte ja nochmal versuchen... wie viel Geld habe ich denn? Warte mal. Wie viel Geld habe ich? Ich hole mir noch einen Hüpfer. Ich hole mir noch einen Hüpfer. Das mit der Aufzieh-Gobbo habe ich ja hingekriegt. Ja. Wir brauchen nur den einen Hüpfer, ne? Was war denn das für eine Farbe? Muss ich gerade wieder überlegen. Lass mich zufrieden. Ich weiß, wo du wohnst. Ja. Also nochmal eben zu Tiefpreis, Pete. Ich habe doch jetzt wieder 8 Herzen, ne? Ja, genau. Das ist eigentlich die Gelegenheit, das nochmal zu probieren, denke ich. Weil wir müssen das Level eh machen. Und wenn wir es eh machen müssen, dann kann ich das auch mit 100% probieren. So sehe ich das jedenfalls. Und quatsch mich nicht an. Ah! da brauche ich auch keinen ganz großen, ne? Da war so ein mittlerer vonnöten hier. Der hier. Der ist nötig, genau. Und den. Müsste ich eigentlich vom Geld her hinkriegen. Oder? Ja, gut. Haben wir alles. Gut. Erledigt. Ja, das machen wir nochmal eben. Vielleicht ist das dann schon die letzte Aufgabe für diese Session. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie schnell wir das Level jetzt hinkriegen. Ich weiß ja ungefähr, was wir machen müssen. Ich gebe mir Mühe, dass wir das hinkriegen. Und dass wir beim nächsten Mal dann die letzte Welt sehen. Und irgendwann mache ich mich dann an die 100% ran und zeige euch dann das Ende. Weil ich bin ehrlich, die 100% im Let's Play direkt zu holen, das ist sehr, sehr, sehr haarig und schwierig, ne? Das würde vermutlich dann nur in böse Beschimpfungen ausarten, die dem Spiel nicht gerecht werden. Das ist leider so. Also, ich weiß nicht. Ich schimpfe ja wirklich viel rum, aber... Ne. Ich denke, es liegt an mir. Weil ich mit diesen Lianen zum Beispiel überhaupt nicht klarkomme. Diese Lianenkacke, das ist, boah, grausam. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den da töten. Oder ich lasse ihn einfach leben. Gut, wir holen uns jetzt Wasser. Dazu muss ich erstmal hier wieder lang. Das ist, glaube ich, auch nicht so gedacht, oder? Oh. Danke. Wie weit muss ich weg sein? Vom Feuer, ne? Das ist auch so die Frage. Ne? Muss ich sehr auf Risiko gehen? Nee, ich muss eigentlich überhaupt nicht auf Risiko gehen, sehe ich gerade. Das geht ja richtig fix eigentlich. So, euch haben wir auch. Hör mal auf, bitte gegen die Wand zu rennen, Krog. Danke. Das kriegen wir schon jetzt irgendwie gebacken hier, denke ich. So. Ist mir schon klar, dass sie das Feuer immer neu machen, ne? Aber es ist ja auch eine Tatsache, dass die neu spawnen, die Viecher. Also, pff. Ja, egal. Ich lasse jetzt einfach mal so, wie sie sind. So, den auch. Ich glaube, wir haben hier alles, ne? Jo. Dann holen wir uns jetzt den einen Kristall da oben und ein Herz, was wir gar nicht brauchen, ne? Können wir uns ja merken, dass hier ein Herz ist. Ich kann es nicht nehmen. Also hier wäre ein Herz, falls wir eins verlieren.
Aber hast du geklappt irgendwie, ne? War gar nicht so einfach. So. Dann kommen wir hoch. Den kriegen wir auch. Dich, euch holen wir gleich. Erstmal will ich ihn hier retten. So. Zack. Und der blaue Edelstein. Sehr schön. Dann, ach, der Treibsand, genau. Mit dem brennenden Baumstamm. Der ist eigentlich egal, dieser Baumstamm dann, ne? Da bin ich ja vorhin ganz gekonnt reingesprungen, warum auch immer. So, den retten wir. Und, so. Aufziehgobbo benutzen. Und hoffen, dass es klappt. Ja, das Herz brauchen wir ja nicht. Okay. Aber genau, theoretisch könnte ich mir hier notfalls auch noch ein Herz holen. Aber, ja. Ich kann es halt nicht einsammeln. Egal. Ich meine, es ist ja gut, dass wir 8 Herzen noch haben. Da kann ich mich echt nicht beschweren. So, 21 Gorbos haben wir schon. Und dann raus hier. Song. Ballon. Gong-Ballon. Da können wir wirklich einfach weg. Ihn hier. Ah, fuck! Okay, da hatte ich kein Wasser mehr. Das ist natürlich ein Problem. Okay, jetzt könnte ich ein Herz gebrauchen, aber... Was knapp! Gut, den Penner müssen wir nochmal eben befreien. War da was drauf? Wir werden das dieses Mal schaffen, denke ich. Wenn, vielleicht nicht mit 100%, aber auf jeden Fall kriegen wir die ganzen Gobbos. Das denke ich schon. Du Penner. Hatten wir den hier? Nein. So, jetzt haben wir aber alle hier. Die machen wir noch eben mit aus. Gedrückt hatte ich. Gespuckt hat er nicht. Ich kann dieses Feuer ausmachen, auch wenn es nicht wirklich was bringt. Ja, ich habe auch kein Wasser mehr. Okay, dann tanken wir jetzt auf und gehen weiter. Penner. Okay, wir haben noch genug Energie. Jetzt kommt der Kack. Erstmal oben lang. Ach, Krog, komm. Dreh dich mal richtig hin. So, machen wir das mal zuerst, holen den Schlüssel. Und das Herzteil, genau, das können wir jetzt ja auch gebrauchen. Und ihn hier. Genau, die können wir ja auf dem Rückweg gleich mitnehmen, stimmt. So, versuchen wir es. Okay, das hat geklappt. Warum auch immer. Okay, ich habe mich verletzt, aber das ist scheißegal. Wenn ich den Totem habe, dann ist alles vergessen. Entschuldigung. Habe ich noch Wasser? Ich habe kein Wasser mehr. Das ist aber an dieser Stelle gerade extrem kacke. Nee, das mache ich nicht. Dann sind die, ich hol euch nachher. Ich hab den Totem. Und den kann mir, glaube ich, auch keiner mehr nehmen. Schalalalala. Oh, ich habe tatsächlich mal wieder ein Totem bekommen. Gut, ich habe beim Autorennen eingekriegt. Oh, aber das ist schön. Das ist wirklich schön.